Laika ist eine 12-jährige, schon etwas senile Schäferhündin, Schäfermixhündin. Die Besitzerin fordert einen Notfalltermin wegen blutigen Durchfalls. Laika ist schon seit 2 Jahren in meiner Behandlung. Sie hatte wiederholt Sepia bekommen, wegen Scheidenausfluss nach hormoneller Unterdrückung der Läufigkeit und wegen ihres müden Temperaments. Sie wacht auf ihrem Spaziergang immer erst nach 20 Minuten Rennen auf. Das ist ein schönes Symptom von Sepia, ne? Besser durch Anstrengung, besser durch Rennen. Die Sepias wollen immer gerne joggen gehen. So, seit gestern erbreche die Hündin nach dem Fressen. Heute früh wurde sie erstmals weinroter Durchfall beobachtet. Laika verweigert seitdem das Fressen, habe aber gut getrunken. Urinieren sei unauffällig. Vor 4 Wochen sei die Hündin wegen eines Darmverschluss, nach einem verschluckten Stein operiert worden. Die Operation sei sehr gut verlaufen. Vielleicht ist Laika auch krank wegen Eifersucht. Wir haben jetzt ein drittes Kätzchen zu uns aufgenommen. Und vor einer Woche hat sie zum ersten Mal ihr Lager eingenässt und ging dann tropfend durch die ganze Wohnung, durch die ganze Küche. So, Untersuchung und homöopathische Fragen. Allgemeinbefinden nur gering beeinträchtigt. Die Hündin macht einen gedämpften Eindruck, schnuppert aber interessiert am Praxisboden herum. Herz-Kreislauf, Palpation und Körperöffnungen bringen keinen Befund. Das Abdomen ist leicht gespannt, Temperatur 38,4. Am Fieberthermometer kleben trockene Reste von geronnenem Blut, kein Kot. Das Einführen des Thermometers stößt auf starken Widerstand des Schließmuskels. Gibt es Würgen beim Erbrechen? Die Besitzerin verneint. Hat es in letzter Zeit schon einmal Blut im Kot gegeben? Nein. Hat Laika irgendwelche Schmerzen gezeigt? Nein. Wie sah der Durchfall genau aus? Wie dunkler Rotwein, es stank bestialisch. Beimengungen, Kotklumpen, Schleim? Nein. Wie hat Laika den Kot entleert? Es spritzte im Bogen heraus, man konnte es deutlich hören. Haben Sie nach dem Kot etwas beobachtet? Lecken am After, Schmerzen, Schwäche? Nein, nichts Auffallendes. Jetzt eben saß sie im Auto und schaute fasziniert einer Katze nach. Am liebsten wäre sie hinterher gesprungen. Wie oft hat sie heute Kot entleert? Heute früh und heute Mittag. Am Mittag hat sie sich zuerst ein paar Mal hingehockt, ohne dass etwas kam. Und beim dritten und vierten Mal kam plötzlich eine rosa Portion Durchfall im Strahl herausgeschossen, ohne dass Laika Schmerzen äußerte. Welches Mittel? Protophyllum, genau. Haben wir ja gestern genügend gehabt. Alles klar? So, was haben wir für Symptome bei Laika? Also hier, der Stuhl schießt hervor. Stuhl kräftig schießend heraus, der Stuhl blutig, Rektum, Durchfall schmerzlos, haben wir unter Umständen bei Podophyllum, der Stuhl stinkt nach, ekelerregend putrid, und wir haben das Urging, das Drängen nach dem Stuhl, vor dem Stuhl sitzt sie da und hat vergeblichen Drang. Wenn wir das ins Repertorium übersetzen, da kommt an erster Stelle Podophyllum, gefolgt von Sulfur, Arsen, Natriumsulf und ein paar anderen Mitteln. Ja, die müssen wir natürlich differenzieren. Sulfur hat nicht diesen Rotweinstuhl. Arsen, was wäre bei Arsen? Wäre schwächer oder es wäre ein konstitutionelles Arsen. Natriumsulfuricum bei Durchfall, was haben wir bei Natriumsulf? Was ist Natriumsulfuricum im Haushalt? Oder wofür versetzt man Natriumsulfuricum ein? Natriumsulfuricum ist Glaubersalz. Wer hat von euch hat schon mal eine Fastenkur gemacht und am Anfang der Fastenkur Glaubersalz getrunken? Ja, und genauso ist der Durchfall von Natriumsulfuricum. Der spritzt raus mit Druck und mit Blähungen. Also man hört es dann schon von Weitem. Und Apis hat mit dem ganzen Geschehen nichts zu suchen. Okay, alles klar, Podophyllum? So, beim Verlassen der Praxis stürmt die Hündin an den gegenüberliegenden Vorgarten, hockt sich nieder und es schießt eine schmerzlose Portion Rotwein auf den Rosenbusch.
Am nächsten Tag frisst Laika wenig, trinken ist normal. Der erste Kot am nächsten Tag schießt dunkelbraun-breiig hervor. Am Abend ist er normal, Durchfall wurde nicht mehr beobachtet. Später brauchte sie wegen Apoplexfolgen Phosphor und dann wieder Sepia. Sie musste im Alter von 2004 im Alter von fast 15 Jahren nach einem erneuten Apoplex eingeschläfert werden. Aber 15 Jahre für so einen großen Hund ist ein ganz schönes Alter.